Gute und herzlich willkommen zu meiner Feigenserie. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Feigenserie. Ich habe ja immer angekündigt, ich mache mein großes Feige-Video. Ich war auch dran gesessen, habe geschnitten Videomaterial von 4 Jahren jetzt. Wie ich dann mal irgendwann bei 2,5 Stunden angelangt war, habe ich gedacht, so, Alter, das guckt sich keiner an, 2,5 Stunden länger wie manchen Spielfilm. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, einen Mehrteiler draus zu machen. Heute geht's natürlich mit der Stecklinge los. Ich zeige euch die meiner Meinung nach 3 beste Methode, um so einen Steckling zu bewurzeln bzw. um Wurzeln an so einen Steckling dran zu bekommen. Gibt natürlich ganz viele andere Methoden, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Bei mir, für mich, funktionieren die 3 Methoden am besten. Ja, wo kriegt man aber so einen feigen Steckling her? Meiner Meinung nach, das Ewigste ist, einfach mal die Augen aufmachen, gucke in der Nachbarschaft, hat irgendeiner irgendwo einen feigen Baum stehen. Wenn ihr dann irgendwann mal das Objekt eurer Begierde gefunden habt, natürlich seid bitte so gut, klingelt und fragt, ob ihr euch da was abschneiden dürft. Habe ich schon ganz, ganz oft gemacht und ich muss überlegen, nee, es hat noch nie irgendjemand gesagt, nein, darfst du da nichts abschneiden. Natürlich, wenn du jetzt einer so einen kleinen Stotzel im Garten stehen hast, würde ich nie auf die Idee kommen, was abzuschneiden. Aber bei einem großen Baum ist das natürlich überhaupt kein Problem, aber seid so gut, fragt. Eine weitere Möglichkeit, Stecklinge zu kaufen, ist natürlich im Internet. Habe ich auch schon öfters gemacht. Ich sag mal so, ist immer ein kleines Überraschungspaket. Man weiß nie genau, ob es die Sorte ist, die man haben will, die man als Steckling dann später bekommt. Eine weitere Möglichkeit, um an Stecklinge zu kommen, ist die Facebook-Feigegruppe. Absolut geile Gruppe über die Feige auf Facebook. Ich verlinke die euch unten drunter in der Infobox. In der Gruppe sind ein Haufen Fachmänner, die wesentlich mehr Ahnung haben wie ich. Ist ein netter Umgang in der Gruppe. Absolut geile Gruppe, muss ich wirklich sagen. Passend dazu gibt es die Verkauf- und Tauschgruppe. Da werden immer mal Stecklinge zum Verkauf oder auch zum Tausch angeboten. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt will ich gar nicht mehr lang rumbabbeln. Ich habe mir die Stecklinge besorgt. Egal woher, auch immer. Wie kriege ich Wurzeln dran? Viel Spaß dabei. Was ich noch dazu sagen will zum Tausch oder auch zum private Kauf von Stecklinge. Seid so schlau und klärt das vorher ab, wie lang so ein Steckling ist, wenn er ihn kauft. Und vor allem klärt, wie viele Notien, also Auge, an so einem Steckholz dran sind. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Stecklinge zuschneide und vorbereite. So wie ich sie jetzt zuschneide, gehen sie aber bei mir in den Versand, wenn ich tausche oder verkaufe. Ich zeige euch die 3 Möglichkeiten, wie ich das mache und wie es bei mir super funktioniert. Wenn euch mal irgendwann dann das Feigenfieber gepackt hat, werdet ihr selber rausfinden, es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen. Sprich, die Feige ist eigentlich ein Unkraut, die kriegt jeder zum Bewurzeln. Fast jeder. Ja, zum Stecklingschneiden, zu den Werkzeugen, was braucht man? Braucht eigentlich nicht viel. So eine gute Rebschere, mein Lipschi ist von ARS. So ein Permanentmarker zum Beschriften vom Steckling und mehr braucht er eigentlich gar nicht. Für größere Pflanze verwende ich gern die Etikette, um den Namen drauf zu schreiben. Und eventuell könnt ihr noch so ein Veredelungsmesser dazu nehmen. Die Faustregel, auch wenn ich sie verschicke, ungefähr eine Scherenlänge. Und der Steckling sollte 3 Notien, also 3 Augen haben. Dann hätte ich da 1, 2, 3 und schneidest du oben drüber ab. Zack. Viele sagen jetzt Steckling ohne schräg, oben grad, dass man weiß, wie rum der Steckling gehört. Also ich finde, das ist bei der Feige jetzt gar nicht so wichtig. Man kann das gut sehen. Der Spitz zeigt immer noch oben. Also ihr habt quasi der, ich sag's mal, weibliche Teil da unten und der Spitz, wo dann auch die Blätter rauskommen, ist immer noch oben. Also so habt ihr immer die Richtung, wie das Steckholz in den Boden gehört. Natürlich stelle ich auch immer gleich, wenn ich das Steckholz mir zuschneide, wenn ich verschiedene Sorte habe, schreibe ich mir doch gleich drauf, was es ist. Das ist die Necron von mir, da mache ich jetzt einfach ein N und ein E, dann weiß ich das nachher noch. Dann habe ich da den nächste, 1, 2, 3, schneide ich wieder ab, zack. Nächste, 1, 2, 3, da seht ihr, da werden die Notien jetzt immer kürzer, die Abstände. Da kann man dann auch ruhig mal 4 nehmen.
Ja, wie soll eigentlich ein Steckholz aussehen? Ich finde, das Allerbeste klappt es mit dieser Stärke da und schon ausgeholzt. Aber natürlich kann man auch ein grünes Steckholz bewurzeln. Das klappt auch problemlos. Und es müssen natürlich nicht so dünne Dinger sein. Ich selber habe auch schon so riesen fette Dinger bewurzelt. Guckt euch den Kerl an. Naja, so ungefähr 5 bis 6 cm im Durchmesser hat er. Und auch der hat einwandfrei gewurzelt. Hat natürlich eine Weile gedauert. So, die Grünen nehmen wir auch dazu. 1, 2, 3, 4. Schneide ich wieder ab. Und dann stellt sich immer noch die Frage, was macht man mit dem Kopf? Macht man Kopfstecklinge oder macht man keine Kopfstecklinge? Beide feige, also ich tendiere dazu, entweder den Kopf zum Veredeln zu nehmen oder ich mache ihn ab, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man diese Kopfknospe nicht abschneidet, der Steckling ausschiebt, bevor er die Wurzeln bildet. Meistens. Ausnahme bestätige wie immer die Regel. Die Natur ist so faszinierend. Ja, jetzt habe ich meine Stecklinge zugeschnitten. Wie kriegen wir da Wurzeln dran? Bei der Feige ist es sowas von einfach. Wenn die Mutterpflanze von eurer Stecklinge bei eurem Nachbar im Garten ausgepflanzt steht und ihr habt da Zugriff drauf. Und es ist jetzt nicht vielleicht gerade irgendein mimosische Jolly Tiger super teure Steckling für 120 Euro. Dann schneidet euch das Ding so zu, wie ich es euch gezeigt habe. Macht es am besten im Mai oder im April auch schon. Steckt sie einfach, da wo ihr sie haben wollt, in die Erde neu. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich da raustreiben. Ihr könnt sie einfach in den Topf stecken, halt es ein bisschen feucht, stellt es nicht in die volle Sonne. Und auch dann werdet ihr mit Sicherheit da eine Feige draus ziehen. Ja, aber die feige Psychopathe, zu denen ich mich auch zähle, die bewurzeln auch im Winter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meine erste Stecklinge, die habe ich im Wasser bewurzelt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so. Ich habe viel rumprobiert. Ich habe mich für drei unterschiedliche Vorgehensweisen entschieden, wie es bei mir, für mich am besten funktioniert. Und die zeige ich euch jetzt. Ja, als erstes, wenn die Stecklinge mal desinfiziert. Was heißt desinfiziert? Viele Sammler, die viele teure und seltene Feige haben, da können zum Beispiel, wie schon erwähnt, die Jolly Tiger dazu oder die ganze Rimada-Feige, die gestreift sind oder panaschierte Blätter und Stiele und so weiter haben. Also da legt er richtig Pulver auf den Tisch für so einen Steckling. Da ist auch klar, dass man die mit ein bisschen mehr Vorsicht behandelt, wie die Brown Turkey aus Nachbarsgatte. Also die desinfizieren die richtig mit speziellen Desinfektionsmitteln. So einen riesen Aufwand mache ich mir eigentlich nicht. Ich mache das eher so ein bisschen Wasser mit so ein bisschen Schmierseife, bürste ich die ab, spüle sie unter Wasser ab und fertig. Mach mir gerade so einen Sugar-Schmierseife rein. Lege ich mal ganze Stecklinge da rein. Hab da so ein Bürstel. Bürste mir die einfach so ein bisschen ab. Natürlich mit dem wasserfesten Stift, der geht nicht weg, auch nicht mit Schmierseife. Dann unter warmem Wasser noch einmal abgespült, dass auch die Seifenreste von den Stecklingen weg sind. Ein kleiner Hinweis noch bei der Bearbeitung eurer Stecklinge. Passt auf euer Finger auf. Der Feigesaft, der reagiert mit Licht. Also wenn er dann in die Sonne kommt, könnt ihr da Blase und Hautreizungen kriegen. Ich habe da bis jetzt noch nichts gemerkt, aber wenn ihr da empfindlich seid, zieht ein paar Einweghandschuhe oder sowas an. Die Stecklinge sind jetzt geschnitten, desinfiziert oder gereinigt. Jetzt wollen sie natürlich auch bewurzelt werden. Ich zeige euch jetzt die drei einfachsten Methoden meiner Meinung nach. Die erste ist im Substrat direkt, funktioniert easy peasy, einwandfrei. Die zweite und meiner Meinung nach schneller als im Erdgemisch direkt ist die Bewurzelung im Sphagnummoos. Sphagnummoos ist ein lebendes Torfmoos. Wenn ihr das auch später vielleicht probieren wollt, kauft das irgendwo und geht nicht einfach in die Natur und pflückt euch dort Torfmoos. Ist verboten, steht in manchen Bundesländern sogar unter Strafe. Und die dritte und ultraschnellste Methode, eine Wurzel an so einen Feigesteckling drauf zu kriegen, ist veredeln. Das Veredeln wäre ich nur anreise. Dazu filme ich schon länger an einem Extra-Video. Wenn das dann einmal geschnitten ist, wenn er das natürlich auch sehe. Als erstes befassen wir uns
mit dem Bewurzeln im direkten Substrat. Was nimmt man da? Viele Wege führen nach Rom. Gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn die Feige im Nachbarsgarten steht, könnt ihr sie einfach in ganz normale Gartenerde stecken. Funktioniert mit Sicherheit auch. Wichtig ist bei allen Substraten, dass es nicht zu nass ist. Wenn das Substrat zu nass ist, läuft da Gefahr, dass sich Schimmel bildet, die Wurzeln faulen. Macht es nicht zu nass und verwendet ein luftiges Substrat. Ich mische mir mein Substrat selbst zusammen. Ich verwende da so stinknormale Kokoserde. Diese sollte natürlich ungedüngt sein. Dann verwende ich so ein zerkleinerte, unbehandelte Blähton in der Könnung von 1 bis 5 mm. Die zwei Ausgangsmaterialien vermische ich im Verhältnis 3:1, also dreimal das Tongranulat, einmal des Kokosfaserzeugs. Damit habe ich die beste Erfolge bis jetzt gemacht. Also es ist durch das Tonmineral luftig, das speichert gut Wasser, genauso wie das Kokossubstrat. Und es ist sehr mager, also die Wurzel muss auf den Weg gehen, sprich wächst besser, wie wenn er die jetzt in so fettige Gartenerde, die vielleicht noch Kompost oder irgendwas enthält, reinpflanzt. Was mir noch bei dem Gemisch aufgefallen ist, ist kein Problem mit Trauermücke. Trauermücke bei mir auch immer Riesenthema in der Anzucht. Sobald ich Erde drin habe, habe ich Probleme mit Trauermücke. Später, wenn es um die Schädlinge geht, werde ich darauf noch ein bisschen eingehen. Jetzt aber weiter mit dem Substrat. Das schütte ich einfach alles zusammen in den Bottich und mische das gut durch. Natürlich müsst ihr da kein tonmineralisches Granulat nehmen. Ihr könnt auch Perlit oder sonst irgendwas nehmen, was da noch alles gibt, dieses Lechuzapon oder sonst was. Ein kleiner Tipp noch von mir. Guck du mal im Baufachhandel, da gibt es das als Ausgleichsschüttung in große Säcke. Das kostet natürlich viel weniger, wie wenn er da so ein spezielles für den Gartenbau geeignetes Produkt kauft. Wichtig ist immer der Blick auf Sicherheitsdateblatt. Da muss ausgewiesen sein, ob das irgendwie imprägniert mit Bitume oder sonst irgendwelche wasserabweisende Stoffe ist. Mein Granulato, das ist auch so eine Fertigschüttung. Da bezahle ich für einen 100 Liter Sack 11 Euro bei meinem Baufachhändler, wo ich auch mein Zement kaufe. Und es ist natürlich Naturblase. Meine Stecklinge, die habe ich jetzt da liegen. Die zwölf Mal natürlich noch weiter verarbeiten. Unabhängig davon, ob ich sie ins Moos lege oder direkt stecke, die Behandlung ist ab jetzt bei beiden gleich. Ich nehme da meinen Steckling, habe da die Unterseite. Ihr seht, der Spitz zeigt noch oben. Dann nehme ich mir mein Veredelungsmesser und schab da ohne ganz locker die Rinde an, so dass es kambiumfrei liegt. Also nicht abschneiden, dass er bis durchschneidet und ins Holz rein, sondern nur die Rindeschicht ohne abschabe. Das mache ich bei allen Stecklingen. Wären die Stecklinge jetzt länger unterwegs oder länger gelegen, würde ich jetzt die Unterseite nochmal anschneiden. Brauche ich jetzt da aber nicht machen, weil ich die ja quasi vor 10 Minuten geschnitten habe. Dann nehme ich mir als nächstes so Bewurzelungsgel von des Clonex verwende ich da. Hab mir das mal irgendwann vor ein paar Jahren gekauft, hab das ausprobiert, war vom Ergebnis eigentlich eher enttäuscht oder das Ergebnis war ernüchternd. Aber mein Feigenfreund Tobi hat mir das mal mit dem Anschabe gesagt, dass er das so macht und ich habe es ausprobiert und muss sagen, bin ich echt begeistert. Haben wir da so ein bisschen Clonex in einen extra Becher rein. Also keinesfalls der Steckling in der Bechertunke, sollte da doch irgendwie Krankheit, Pilz oder sonst irgendein Scheißdreck dranhängen, hab das dann im Clonex und Schmerz an die anderen Pflanzen. Dann nehme ich mir das auf den Pinsel, nehme einen Steckling und pinsel die abgeschabte Stelle und auch die Unterseite mit dem Gel ein, lege das neben rüber und lasse es trocknen. Das mache ich natürlich bei allen, auch die ins Moos kommen. Das lasse ich ein bisschen antrocknen bzw. einziehen und ihr werdet dann sehen, was das bewirkt, dieses Bepinsel da unten und das Abschabe. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber da wirklich, man kann viel ausprobieren, man kann viel Unfug und Unnötiges machen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, alles aus meiner Erfahrung. Ist jetzt noch nicht die Mega-Erfahrung, aber 4 Jahre bin ich jetzt auch schon an der Waffe. Also ich denke, so ein bisschen habe ich mal schon angelesen und bei mittlerweile jetzt über 300 Sorten an Feige schon ein bisschen was ausprobiert. Wie immer bei meinen Videos, Kritik, gute oder schlechte, gern ohne drunter, ohne das Video, in freundlichem Ton. Als nächstes
soll jetzt jeweils pro Sorte einer gesteckt werden. Dazu nehme ich mittlerweile, muss ich sagen, wieder die durchsichtige Becher auf jeden Fall beim Winter stecke. Wenn ich im Sommer bewurzel, nehme ich die, finde ich die besser. Die sind erstens noch ein bisschen höher und durch das Format platzsparender, wenn man da massig im Freien draußen im Gewächshaus bewurzelt, finde ich die besser. Aber im Winter, wie gesagt, durchsichtige Becher. Da seht ihr, wenn die Wurzeln außer Ort kommen und vor allem auch, ob sie auch kommen. Als erstes bedecke ich unten so ein bisschen den Boden mit Substrat, dass der Steckling nicht in den Brief steht. Dann suche ich mir einen Steckling aus. Da nehme ich jetzt mal den da. Setze ihn so rein, dass zwei Nodien unter Erde sind oder im Substrat. Und fülle den Becher bis zum Rand auf. So, ihr seht, das ist überhaupt kein Hexenwerk, bringt jeder hin. Kleine Anmerkung noch gleich vorweg zum Thema Schädling. Wenn ihr das jetzt nicht mit so einem lockeren Substrat macht, sondern vielleicht mit irgendeinem Erdgemisch, das nicht ganz so luftig ist, dann macht das Ding nicht ganz voll und bedeckt einfach die obere Schicht mit Quarzsand, so vielleicht 5 mm dick. Kennt ihr auch bei allen anderen Jungpflanzen machen, dann haben wir die Trauermücke. Ist einfach viel schwieriger, in das Substrat überhaupt erst rein zu kommen. Ich gieße das einmal durchdringend an, lasse es abtropfen und dann wirklich sparsam. Weniger ist, gerade was das Wasser angeht, mehr. Gerade arbeite Pflanze im Winterquartier. Ja, jetzt habe ich ja aber da noch die restlichen Stecklinge. Komme ich zu meiner zweiten und mittlerweile bevorzugten Bewurzelungsvariante, das Eilege in Sphagnummoos. Ja, da habe ich hier meine Kiste mit Moos drin. Ich verwende Sphagnummoos lebend. Habe auch schon von vielen gehört, die das Tote verwenden. Das wird auch gut funktionieren. Aber mit dem Lebende, also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Wenn er da reinguckt, liegen auch schon ein paar Stecklinge drin. Das Ding ist voll mit Moos. Das muss ich mal demnächst ein bisschen umräumen. Das ist zu viel für so eine Box. Das werde ich noch eine zweite Box anlegen, wo die weiter wachsen können. Da sind schon Stecklinge am Bewurzeln. Die lasse ich natürlich drin liegen. Und jetzt nehme ich meine Stecklinge, die ich bewurzeln will, einfach und lege die ganz locker, flockig in das Substrat rein, beziehungsweise in das Moos. Substrat, ist das auch Substrat? Keine Ahnung. So, bedeck die Unterseite so ein bisschen mit Moos. Also ich muss echt sagen, in dem Moos, ich hatte da noch nie irgendwie Probleme mit Schimmel oder sonst irgendwas. Das Moos gleicht das aus und stellt da eine super, sag mal, Atmosphäre da drin her. Das funktioniert Wahnsinn. Deckel drauf und das stelle ich jetzt mit meinen getopften Stecklinge zusammen in meinen Anzuchtschrank. Hier direkt hinter mir. Ja, was ist die richtige Temperatur in so einem Anzuchtschrank? Also ich habe das bei mir auf 23 bis 25 Grad eingestellt für die Feigestecklinge. Ja, die zwei getopfte, die stelle ich jetzt einfach da zu den anderen in den Schrank rein. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Die Tür ist natürlich zu. Ich kontrolliere ab und zu die Feuchtigkeit und noch ein paar Wochen. Wenn dann die Stecklinge anfangen over auszutreiben und am Rand wird man dann die ersten Wurzeln sehen können. Ja, und noch ein paar Tage oder Wochen sieht das Ganze dann so aus. Guckt euch an, was Wurzeln, ne? Hammer, oder? Didi, der hat jetzt schon hammermäßig Wurzel gebildet, der Steckling da. Da wird es natürlich höchste Eisenbahn, dass der ins Substrat kommt. Da nehme ich mir auch so einen ganz normalen Becher. Dann schreibe ich mal den Namen von der da drauf. Silabier. Hier verwende ich auch wieder mein Substrat, das ich zum direkten Stecken verwendet habe. Mache ich mir unten so ein bisschen rein, dass es nicht direkt auf dem Boden steht. Dann nehme ich mal einen Steckling mit einer geilen Wurzel und stelle den ganz vorsichtig da rein und lasse den Becher jetzt ganz vorsichtig vollrieseln. Also nicht da so Olver neu lernen. Die Wurzeln sind sehr filigran. Halt den Ober ein bisschen fest. Natürlich muss das Ganze jetzt noch angegossen werden, das ist ja fort Drucker. Zum Angießen stelle ich das in so Schüssel rein, dann schaffe ich die Brühe überall. Das gieße ich jetzt natürlich gut an,
dass auch die schon vorhandenen Wurzeln noch so ein bisschen umspült werden. Lass das Ganze jetzt da in dem Kübel abtropfen. Den direkten Transfer vom Moos in die Erde und in die ungespannte Umgebungsluft würde die jetzt wahrscheinlich nicht so gut überstehen. Also die schon ausgebildete Blätter würde wahrscheinlich welken und abfallen. Deshalb habe ich da hoffe, noch so eine Box mit Moos stehen. Das ist meine Spezialbox nach dem Umtopfen. Ihr seht, da steht nochmal so ein Behälter auch mit Sphagnummoos drin. Das lebt auch noch. Das habe ich echt vor ein paar Tagen umgesetzt. Also ihr seht, da habe ich so ein bisschen Wasser und Ton mit ein bisschen Ortszuchterde auf dem Boden, dass es da drin wachsen kann. Und da steht auch schon ein Steckling, den ich vor 3-4 Tagen umgesetzt habe, drin. Ihr seht, durch die gespannte Luft, die Blätter wachsen wunderbar weiter. Und auch da draußen am Rand seht ihr schon ganz gut, dass die Wurzeln außer am Becher angelangt sind und kräftig weiter wachsen. Da oben seht ihr jetzt auch schon, hat sich Feige gebildet. Man kann die drauf lassen oder abmachen. Also ich mache die immer ab. Ich finde, der Steckling soll seine Kraft in die Wurzeln stecken und nicht in die Feige. In die Box kommen jetzt natürlich auch die frisch getopfte. Hier oben in meiner Box, wenn die jetzt so ein paar Wochen noch verbringe, bis die Becher richtig gut durchwurzelt sind und dann, wenn sie nach und nach immer wieder gelüftet wird sowieso jeden Tag mehrmals, dann wenn sie aber nach und nach an die normale Raumluft gewöhnt durch längeres, immer länger werdendes Lüften. Die dritte und die schnellste Möglichkeit, um Wurzeln an einen Steckling oder einen Edelreis dran zu bekommen, ist, wie gesagt, es veredeln. Ist eigentlich auch recht unkompliziert. Ich will es euch bloß kurz anreißen. Ich habe jetzt dort zum Beispiel eine Unterlage von einer mittlerweile nicht mehr existierenden Feige. Das war ein Riesending. Ist umgesägt worden, habe ich mir noch zum Glück einen Wurzelabriss machen können. Da wäre ich jetzt so im Laufe der Zeit auch ein bisschen seltenere und wertvollere Feige drauf pflanze. Da ist jetzt zum Beispiel die Silla Bier drauf. Ihr könnt auch ganz gut sehen, das hat geklappt. Die Veredelung war vor 2 Wochen. Da oben die Terminalknospe, die geht jetzt langsam auf. Und auch da die anderen Knospen schwillen auch, die beginnt auszutreiben. Da weiter unten habe ich noch Oro Bianco drauf gesetzt. Und wie ihr sehen könnt, ist die relativ oder sehr starkwüchsig. Die Unterlage, die schiebt da und da schon wieder neue Triebe zum Veredeln raus. Aber dazu ist zu umfangreich, um das jetzt komplett anzuschneiden. Dazu gibt es ein extra Video, zum Beispiel auch, wie ich diesen Col de Dame Tricolore Steckling auf die Unterlage oben drauf gesetzt habe und wie das funktioniert, das seht ihr in einem extra Video. Ja, muss man das dann schon düngen? Ich bin doch eigentlich ein Befürworter im Stecklingsstadium von weniger ist mehr. Also ich dünge meine gar nicht. Die Wurzeln, die soll ja auf die Suche gehen. Die Feige soll ein großes Wurzelsystem im Becher entwickeln, bevor sie dann in das nächste Substrat umzieht. Ja, und das ist die Frage aller Frage. Ab wann soll eigentlich eine Feige dann von dem Stecklingsbecher in einen größeren Topf, in ein anderes Substrat umziehen? Hier habe ich zum Beispiel eine Tauschfeige, Iran aus Nagi. Wenn ihr da mal schaut, da ist der Becher so gut wie durchwurzelt. Riesen fette Wurzeln, die sich schon teilweise wieder verzweigt haben, die werde ich demnächst in den nächst größeren Pott umpflanzen. Was nehme ich da für einen Pott? Wenn ihr das da anguckt, ist auch ungefähr die Größe von einem Bierbecher. Was wäre das nächst größere, wäre dann wahrscheinlich bei mir so in die Richtung da ungefähr als nächst größeres. Ja, und was nehme ich dann da für Substrat? Da nehme ich immer eine ganz normale Pflanzerde. Misch also von diesem Tongranulat dazu. Und was ich noch da rein tue, ist so ein grauer oder ein schwarzer Lava-Mulch, aber ganz grobkörnig. Ungefähr so im Verhältnis von 2 Teile Erde und 1 Teil Ton-Lava gemischt. So Pi mal Daumen, das ist immer ein bisschen anders. Aber so von meiner Erfahrung her funktioniert das so mit dem Gemisch ganz gut. Das war's schon für heute. Die Wurzeln sind dran. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt und der oder andere hat bestimmt noch ein bisschen was gelernt. Im nächsten Teil wird es dann weitergehen, wo bekomme ich eigentlich schon fertig bewurzelt die Pflanze her, wer sind die besten Anbieter und was ist eigentlich zur Abmoosung. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.